Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Khabib Nurmagomedov versucht wirklich in letzter Zeit ordentlich daran viel zu setzen, einen Grappling-Kampf auf die Beine zu stellen und jetzt in seiner neuen Promotion Eagle FC. Zuvor hatten wir von Ali Abdelaziz und von Khabib selbst gehört, dass er Tony Ferguson gerne einlädt, gegen ihn ein Grappling-Match zu bestreiten, weil der Kampf zwischen ihnen im Octagon per MMA-Regeln ja nie zustande gekommen ist. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber ich glaube, Khabib hat immer noch das Feuer in sich, will aber seinen Rekord nicht riskieren und will natürlich auch nicht weiter im MMA-Cage einfach Kämpfe bestreiten, weil er sich jetzt auf andere Dinge fokussiert und Islam Makhachev, seinem Kindheitsfreund, den Vortritt lassen will. Das Traumduell zwischen Khabib Nurmagomedov und Georges St-Pierre könnte Wirklichkeit werden. Es wird nicht im Oktagon oder nach MMA-Regeln stattfinden, allerdings könnte es jetzt zwischen den beiden zu einem Grappling-Kampf kommen. Und das zwischen diesen beiden bombastischen Legenden, Freunde. Khabib gegen GSP. Wie krass ist das denn bitte? Der Präsident von Eagle FC, Shamil Zavurov, schließt nicht aus, dass Nurmagomedov und GSP in einem von seiner Promotion veranstalteten Grappling-Kämpfe aufeinandertreffen könnten. Das ist das, was geplant wird. Zavurov äußerte sich kürzlich in einem Gespräch mit RT Sports zu einem möglichen Aufeinandertreffen von Nurmagomedov und GSP. Er wies darauf hin, dass die beiden ehemaligen UFC-Champions immer noch fit sind und das Training sehr ernst nehmen, obwohl sie sich aus dem Kampfsport, aus den Kämpfen selbst zurückgezogen haben. Zavurov sieht keinen Grund, warum Khabib Nurmagomedov und Georges St-Pierre nicht in einem Grappling-Kampf gegeneinander antreten könnten. Er glaubt jedoch, dass nur The Eagle selbst bestätigen kann, ob er diesen Kampf am Ende annehmen wird. Er will diesen Kampf auf jeden Fall auf die Beine stellen und er würde ja eigentlich nicht so einen Mist schon offen kommunizieren, wenn es dann letztendlich Fake wäre. Er würde ja nicht einfach in Khabibs Namen sagen, ja, wir würden einen Grappling-Kampf machen bei uns bei Eagle FC, wenn er das nicht mit Khabib irgendwie abgesprochen hätte. Also da kann man sich schon sehr, sehr sicher sein, dass die darüber gesprochen haben, dass er sowas äußert und dass dieser Kampf sehr, sehr interessant sind und möglicherweise bald zustande kommen kann. Und darauf bin ich sehr gespannt. Er sagte jetzt, Khabib ist immer in Topform. Ich verfolge auch GSP auf Instagram und kann sehen, dass er auch immer in Form ist. Er trainiert immer, wirklich immer. Dasselbe gilt auch für Khabib. Er ist ein so großer Fan des Sports, dass er immer noch in Topform ist. Und das wird sich auch nicht ändern. Er ist jetzt in den Vereinigten Staaten und trainiert zweimal am Tag hart mit anderen Jungs, mit jungen, aufstrebenden, guten Fightern. Es wird spannend werden. Aber Khabib Nurmagomedov muss jetzt endlich einfach das Go geben, dann können wir das auf die Beine stellen. Das wäre eine sehr, sehr geile Sache. Ich hätte richtig Bock auf diesen Fight zwischen den beiden und hoffe einfach, dass wir das auch irgendwann zu sehen bekommen. In einem Grappling-Match sehe ich gerade Khabib mit 33 und einfach natürlich auch mehr Masse und allem drum und dran. Natürlich gegen GSP im Vorteil, welcher schon 40 Jahre alt ist. Im MMA wäre es vor 5 Jahren oder einfach schon vor 2 Jahren auch noch spannend gewesen. Da war Khabib ja richtig wirklich in seiner Prime. Aber ja, da müsst ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Ich bin heiß drauf. Ich hoffe, das kommt zustande. Ihr werdet es von mir erfahren. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.